Boah, zum Glück haben wir den Zauber gelernt, du. Gerade wenn es um Massen kommt, ist es echt nicht verkehrt. Puh. Gut, gut, gut. Was gibt's hier Feines? 500 Gold. Sehr nice. Den abnehmen wir uns auf. Da ist ein Sechskantschlüssel. Ich glaube, den kommen wir zum King, ne? Den zerlegen wir da mal kurz. Wesker, yo, I'm French and you are from Germany. 10 o'clock and 7 minutes. Oh. 2 minutes later. Okay, nice. Flammenverstärkung. Sehr schön. Bambadabababa. Gehen wir da rein? Oh, I think so. So. Jetzt wird es nicht interessant. Den Tipp können wir später noch retten. Das hat ja Zeit. So, das Problem haben wir ja nicht. Ich hoffe nur, dass wir das jetzt alles gut hinkriegen. Okay, scheint aber groß zu sein. Da unten haben wir zwei Leute. What the hell? Oh nee, so ein Drecksvieh wieder. Was wollt ihr denn? Ihr wollt das Kind mitnehmen? Vielleicht. Ich gebe es nicht her. Ja, lass sie. Das Opfer. Opfer muss weitergehen. Bringt einen anderen Menschen, dann kann er gehen. Und ich leg dich einfach um. Hilfe! Hey, hol dich hier raus! Hä? Ich will nicht sterben! Hä? Hab ich auch vor. Hey, hol dich hier raus! Ich will das Vieh umlegen. Ja, ah, schon kapiert. Glaubst du, ich hab das vor? Was wollt ihr denn? Ihr wollt das Kind mit ja. Ich gebe es nicht. Das Opfer muss bringt einen anderen. Ich wollte es nicht tun. Sie hat mich gezwungen. Okay, ich hab ne Idee. Bringt einen anderen. Okay, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Sekunde, bin gleich wieder da. Weil sie ein Enkel von der Alten. Dann müssen wir doch mal gucken. Ich weiß, was wir machen. Ja, 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 ja. Ja, das ist eine Idee. Ah, dann war der Typ gar nicht der Enkel. Was zur Hölle? Warum seid ihr wieder da? Gehen hier für einen Film. Aua, tut weh. Au! Hey, es gewusst, ich. Das ist halt so blöd. Verzieht euch doch mal. Noch irgendwelche Fragen hier? Nein, danke. Arschlöcher. Huscht. wo geht's raus? Da. Das heißt, geht's weiter, in Anführungszeichen. Oh, verzieh dich. Hopp, push, geh heim. Gib XP her, aber dann ist okay. Was? Wie, der lebt hinter mir noch? So, komm her. Put, 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 put. Sehr schön. Noch irgendwelche Fragen? Nein? Gut. Was ist da drin? Jetzt auch noch wo lang? Ah, nö. So, komm, mach, mach, mach. Perfekt. Perfekt. Ich liebe diesen Angriff. Der ist so nice. So. Ah. Oh, das tat weh. 3 von 5. Gesundheitstragen finde ich gut, habe jetzt ein paar gebraucht leider.
So, dann haben wir da aber... Hä? Hat er gerade was geploppt? Nee, da geht nichts. Okay, gut, gut. Oh, doch, da ist auch Gold. Ich glaube, das Gold her. Hat auch noch was. So, nochmal 10. Dann können wir unsere Schuld ja endlich tilgen. Wegen Sachbeschädigung. Oh mein Gott. So. Ah, nö. Wobei, kann man anders machen. Gib mal ein bisschen Leber her, wenn wir die Tränke nicht opfern. Will der mal sterben? Alter, was geht denn bei euch für ein Film? Ich ist mal Ruhe im Karton hier. Warum respawnt der andauernd? Ja, ich komme ja schon. Schlimm, dass irgendwelche Viecher wieder brutzeln, kann das sein? So, ja, schlagt euch gleich aus. So, der ist auch down, der ist auch down. Hallo, du musst down. Danke, Kumpel. War echt peinlich, von diesen Hobbs geschnappt zu werden. Ja? Die Jungs und ich haben in den Höhlen Schätze gesucht. Laut den Legenden sind sie voll davon. Mhm. Und gut geschützt. Die haben uns gefangen und in Käfige gesteckt. Aha. Seitdem bringen sie einen nach dem anderen weg. Aha. Keine Ahnung, was sie mit dem Rest gemacht haben, aber ich habe grauenhafte Schreie gehört. Aber je weniger Leute, desto größer der Anteil, oder? Also suchen wir gemeinsam. Ja. Geht's nicht schneller? In den Höhlen wimmelt es von Hopf. Entspann dich. Ich hab noch was mit dir vor. Hoffentlich komm nicht schon wieder Hops, dann flippe ich aus, du. So, die kann man aber gut niedermähen jetzt inzwischen. Aua! Was für ein Gestank! Mitkommen! Ich würde kotzen, wenn ich was gegessen hätte. Jaha, ich war. Aufpassen! Die elenden Biester legen mit Vorliebe Hinterhalte an. Wir können jetzt mal das drücken, kann man unsere Sachen aktivieren. Ah, das ist blöd. Ach, die zweite Button dann, ja, okay, dann hab ich's kapiert. Ja, ja, okay, bin ein Idiot. Ich rieche Gold, auch schon besser. Los, ich hab keinen Platz dafür, also könnt ihr das Gold tragen. Vorerst, jetzt wird's ernst. Ich kann das Gold durch die Tür schon fast riechen. Okay. Aber wie kriegen wir das elende... Ja, ja, die Schnauze. Das Opfer muss weitergehen. Ich glaube Alter. Nicht, dass wir da runter wollen. Doch, hier wir wollen da runter. Sie meine Kumpel erwischt haben. Nur Skorm weiß, was uns dort erwarten mag. Ach, halt die Schnauze, komm jetzt mit. Ich muss dich opfern, ich brauche den Kleinen. Hat's nicht verdient, hat Scheiße gebaut. Und naja, gut. Auf geht's, ehe es zu spät ist. Hier gibt's keinen Schatz. Ihr wisst hoffentlich, was ihr da tut. Ja. Hallo. Was wollt ihr denn? Ihr wollt das Kind mitnehmen? Ich gebe es nicht her. Ja. Das Opfer muss weitergehen. Ja. Bringt einen anderen Menschen. Den Jungen durch euren Anhänger setzen. Ja. Na gut, nehmt den Jungen. Und jetzt raus hier. Okay. Bevor ich es mir anders überlege. Okay. Ganz ruhig, mein Kleiner. Könntest du mal vielleicht hier aus der Schlägerei rausgehen, Freak? Alter, bist du eigentlich völlig behindert, Junge?
Es reicht. Alter, wie viel Leben habt ihr denn, ihr Pisser? Wow. Ein paar Kratzer abbekommen, aber es ist nicht tragisch. Das gibt was. Halt die Schnauze, Junge, ich muss jetzt den Arsch erstmal retten, das wird eh schon streng genug. So, das ist mein Energy Little Bit Empty. Solange der Kleine keinen zu großen Schaden nimmt. Vor allem der Idiot ist ja vorhin voll reingerannt, ne? So ein Smog, du. Rennt der halt einfach, oh ja, komm, ich renn mal da rein. Passiert doch schon nichts, so nach dem Motto. Oh, noch die Zone, dann nochmal eine Zone. Dann haben wir's. Wir müssen hier raus. Ja, beweg deinen Arsch ab. Glaubst du, ich hab hier vor ewig zu bleiben? Holy shit. Komm, 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 komm. Yes. Komm, 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 komm. Perfekt. Die nicht alle gut vorgeschwächt, das ist gut, ich habe einfach nur eine Neidlasche jetzt. 9, 8, 7. Ich brauche den Zauber nochmal. Jetzt habe ich keine Tränke mehr. Mega. Lauf nach deiner Mama zu schreien, du kannst auch nicht mehr helfen, du Freak. Wähle schon einmal die Höhle rein, du. Ich rette dir nicht mehr den Arsch, ich schwöre es dir. Hier kann ich erstmal einen Haufen Tränke kaufen, du Pisser. So blöd sein, in so eine Höhle reingehen. Jetzt spawnt noch ein anderer. Ich flipp aus. Alter Junge. Halt die Fresse, ich sag's dir. Irgendwie habe ich nichts mehr zum Schnabulieren gerade. Echt? Man kann das Licht sehen. Oh ja, mach keinen Scheiß, du. Was heißt hier schnell? Hast du deine Pokémon Go-Karten vergessen oder was? Ich dachte schon, ich würde nie wieder frische Luft. Ach, halt die Fresse. Ich würde nie wieder frische Luft schnappen. Bö, 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 bö. Na, sind wir nicht zu Hause, mein Freund. Ab zu deinem. Zu deiner Großmutter, wahrscheinlich ist auch noch der Wolf. Und dann frisst sie dich. Und du wahrscheinlich Rotkäppchen gewesen, oder das Rotkäppchen schon tot, deswegen bist du jetzt Rotkäppchen. Wartet, ihr werdet mich doch nicht bei ihr lassen, oder? Die Nymphe soll schlimm sein? Meine Oma ist schlimmer. Was meint ihr wohl, wer mich überhaupt erst in diese Höhlen geschickt hat? Aha. Aber das mache ich nicht mehr mit. Bei der ersten Gelegenheit hau ich hier ab. Okay. Vorher muss ich aber noch ein paar Sachen holen. Und ihr wollt wohl eure Belohnung. Erzählt aber nicht, was ich gesagt habe. Los! Gut, von mir aus? Von mir aus? Ich bin ruhig. Sieht nach, ob meine Oma da ist.
Ja, da steht sie doch. Oh, danke, dass ihr meinen Enkel zurückgebracht habt. Aha. James, komm her und nimm deine Oma in den Arm. Wenn die Alte so schlimm ist. Hey, was ist... Mein Lord? Ich will, dass das sofort aufhört. James, komm her. Ich habe Aufgaben. Man wird euch schnappen. Warum läufst du denn weg? James, komm her und nimm deine Oma. Kann ich die Alte nicht schlagen? Oh, ruhig bleiben. Verschont mich. Ja, ja, vielleicht. Komm raus, komm raus. Wo auch immer du bist. Sieht aus wie ein Schuh, das Haus, ne? Nur mal so. Wie ein komischer Schuh. Das ist ein bisschen wie ein Schuh, ne? Also da, da, wo die Tür ist, also oben dran halt am Dach, rein und dann da oben und dann da oben drüber. Kann man ein bisschen die Kamera hier, ich kann noch ran so oben, schade. Sieht aus wie so eine Spitze, wie so eine komische. Naja, egal. Müsste ich erst meine Liebe verdienen. Oh mein Gott, wie groß ist das Spiel? Ich habe Angst. Ich weiß gar nicht, was ich angefangen habe. Sucht die Serien. Ich würde gerne ganz kurz was anderes machen. Und zwar. Nein. Bowstone Cay. War das das? Ja, ich glaube, das war das. Teleportieren wir uns mal kurz hin. Notfalls haben wir die 250. Scheiß drauf. Haben wir erst Geld. Lalalalalalalalala. Ah, wir wurden hier angeportet. Oh, Vorsicht aber schon mal. Ich glaube, die haben es vergessen. Schon ein paar Tage her jetzt, ne? Also in-game. Lalala. Ich behalte euch im Auge. Okay, perfekt. Puh, sie haben es vergessen. Mann, bin ich froh. So, ein bisschen Kohle abkassiert. Scheiße, man von denen nichts klauen können, weiß, sind Vermieter, dann beklauen wir sie noch. Oder Mieter sind das, wir sind denn Vermieter, so rum. Aber wir könnten jetzt noch unser Haus kaufen. 1,4, nö, das war zu viel. Oh, wo war denn die Bude? Wartet mal, lass mich noch kurz porten. Hildengille, Oakville. Oakville war's, genau. Teleportier dich mal dahin. Das war ja Oakville, ne? Vielleicht hat die wieder hier, ich finde das größer wird das Herz. Ja, ja, ich weiß. Genau, unsere alte Heimatstadt Oakville. Ich wünsche euch einen schönen Aufenthalt. Guten Morgen, Abend oder was auch immer. Guten Morgen, Abend. Der Wächter wird draußen eine Pause ermöglichen. Nee! Bist du bescheuert? Bezahl doch noch. Ich lege maximal um, aber das ist auch süße Gefühle. Ich hoffe, dass wir unser Elternhaus drücken, von mir das im Gegenzug auch. Hi. Ja, wir müssen ein bisschen Kapital erschlagen, ne? Das heißt, wir müssen ein paar Millionen herreisen, aber ist ja nicht so tragisch. Und bis jetzt, das will ich sogar fast behalten, ne? Das kostet einen Haufen Kohle. Ja. Nee, erstmal nicht. 2,5, oha. So, wenigstens haben wir das Elternhaus wieder. Na? Können wir eine Runde knacken? Heilt es uns eigentlich? Sind wir gleich eine Lebensenergie? Jupp, heilt uns. Beziehungsweise aktuell, nein, Ehehaus vermieden, ja. Sehr gut. So, jetzt können wir uns ein bisschen mal umgucken hier. Das ist ja unser Dorf, ne? Wieso? Das ist nicht nett. Nee. Hier fürchte ich mich. Hallo? Ich dachte, ihr wärt weg. Nö, ich komme dann wieder. Ich wohne hier. Ich habe kein Haus gekauft. Und du? Na denn, wo hält? Nee! Achso, dann kann ich wahrscheinlich Randale schieben oder so. Das wäre cool. Baby, sieht's aus? Schön, euch wiederzusehen, Sir. Ja, schön. Ja, ich brauche jetzt noch meinen Händler.
Das war nur eine Kneipe, ne? Verkaufst du was? Ja, ich möchte handeln. Gesundheitstrank. Ja, kauf mal 4 Stück. Einige Taugenichtse kaufen hier etwas und verkaufen es dort wieder, um daran zu verdienen. Jetzt brauchen wir erstmal Ausrüstung. Bap, bap, bap. Bap, bap, Tränke, ja, jetzt habe ich ihn gerade gehangen. Zuordnen dahin, dankeschön. Wie gesagt, ich habe da ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt. Ich habe so blöd nachgedacht, ich weiß, oh Baby. Ja. Oh Sir, es ist ja so schön, euch wieder zu haben. Ach, das freut mich aber, sowas Schönes zu hören von euch. Da bin ich ja regelrecht glücklich darüber. Warte mal, das war da drüben, die wollen eh noch kämpfen. Gut, ich würde sie abschlachten, aber naja. Ist immer so ein Problem hier. Ist immer so ein Problem hier. Wo geht's hier? Gibt's hier was zum Kaufen? Oh, nochmals, hallo. Ja? Gehst du mal raus? Ich will was klauen. Hier pennt doch keiner. Oh, ernsthaft? Nichts damit zu tun. Ah, das sind eigentlich... Ja... Ich wollte eigentlich weiter überlegen, ob ich nicht umleg. Oh, guck mal, was will der? Oh, ein Held. Ich könnte eure Hilfe gut gebrauchen. Ach, ich glaube, ich habe deinen Zwillingsbruder schon umgebracht. Was willst du? Ich veranstalte einen kleinen Hühnerwettbewerb am Strand, hab da aber ein paar Problemchen mit Geistern. Aha. Es handelt sich doch bestimmt um irgendeinen verstorbenen Hühneraktivisten. Er verscheucht mir meine ganzen Spiele. Okay. Ihr könntet nicht, ihr wisst schon, eure Heldenmagie benutzen und ihn loswerden oder so. Ah, Verhandlungssache. Aber das ist halt... Ja gut, dann gehen wir doch mal kurz an den Strand. Was, kommen wir eigentlich nicht da lang sogar dann? Doch, doch, ah, perfekt, 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 oder? Geht's hier lang? Ah, da ist der Geist, wir reden mal mit ihm. Ahoi! Endlich eine Seele, die bei meinem Anblick nicht gleich flieht. Mhm. So viele Jahre hause ich schon an diesem elenden Strand. Yep. Haben euch gar die Götter geschickt, meine schreckliche Qual zu beenden? Weiß ich nicht. Ja, wir helfen dem Geist mal. Mein Geist haust auf dem Meeresgrund. Yep. Und meine arme Frau ist verarmt und untröstlich. Mhm. Sie hält mich für einen einfachen Fischer, der auf dem Meer verloren ging. Ja. Es mag euch vielleicht schockieren, aber ich hatte einen Nebenverdienst als Pirat. Nö, laut dem Dialekt nicht. Meinen zu Unrecht eroberten Schatz verbarg ich an der Mole am Weststrand. Wenn ihr ihn mit dem Spaten ausgrabt und den Schatz meiner Frau gebt, sollt ihr große Reichtümer bekommen, alter Seebär. Ihr braucht einen Spaten? Den gibt es in der Stadt. Habt ihr schon was gefunden? Gleich neben der Mole am Weststrand, mein alter Kumpel. Links, wenn man aufs Meer hinausschaut. Okay. So, dann brauchen wir jetzt einen Spaten. Hier. Exerziert den Geist, der in den Strand moralische Verwendung von Hühnern oder Spatzkönigin. Spaten gibt's in der Stadt. Ja, wo zur Hölle soll ich einen Spaten jetzt herkriegen aus der Stadt? Gibt's da einen Händler? Habe ich was verpasst? Seid ihr denn schon losgeworden? Halt die Fresse. Hast du einen Spaten bei dir in der Bude? Aha. Perfekt. Mein, ich bin Overlord. Ich kann mir nicht so viel leisten. Spaten. Braucht ihr einen guten Schwertkämpfer? Nein, halt die Fresse. Ein Spaten, muss ich einen Spaten herkriegen? Ich frage mal der Kneipe nach. Ich weiß nicht, ob das da verkauft, aber wer weiß. Ich glaube, die Häuser, da kann man einkaufen, nur so lila markiert sind, also gelb in dem Fall, ne? Theoretisch. Vorsicht. Ah, Waffenmeister, ja, perfekt.
Lalala. Da läuft ein Sänger rum. Hallo. Ja, kann ich was von dir haben? Danke. Ja, ich möchte handeln. Achso, du hast nur Essen, ne? Taverne! Einfach großartig, was? Hallo. Oh, Sir. Es ist ja so schön, euch wiederzuhaben. Die Räuber werden immer dreister. Jemand sollte sich um sie kümmern. Ich will ein Bier. Aha. Macht er auch wieder auf hier? Das Problem ist halt, dass die jetzt da sind, ne? Ich würde ja daherkommen, ein bisschen härter anklopfen, aber die Wache ist ja anwesend. Huch! Mein Fehler! Mein Fehler! War keine Absicht! Sie hat eine Alarmanlage, meine Fresse. War das laut? Die Schilder erinnern an den Tod Herberts, der bei dem Unfall während des Wiederaufbaus von Oakville starb. Oh, ist aber schade. Ach ja. Kann ich jetzt den Laden ausräumen? Das ist meine Heimatstadt, Mann. Das war keine Absicht. Komme ich jetzt einfach so rein, dass die Tür wieder respawnt? Nee, das ist nicht respawnt. Okay, hallo, ich bin's. Gibt's hier einen Spaten? Kann man hier einen Spaten kaufen? Hallo. Ich will einen Spaten kaufen. Vor allem gibt's hier... Oh, ich gehe schon raus. Ja, meine Fresse, jetzt reicht's aber. Was kriege ich dafür, wenn der den Laden nicht aufmacht, der Penner? Nochmals, hallo. Nein, ich habe doch kein Geld, halt die Fresse, hat der da drüben offen. Alter, das gibt's nicht, muss ich jetzt echt warten? Soll ich gleich pennen? Gibt's hier ein Bett? Ich gehe schlafen, ist mir zu doof. Gab's noch mal Betten. Das knackt er da immer noch. Hallo? Genau. Das kostet ja alles Geld. Von mir aus. Habt ihr die Zeit vergeht jetzt? Oh. Was habe ich geschlafen? 2,5 Stunden. Halt die Fresse. Ich leg dich um. Wenn es nicht meine Heimatstadt wäre. Mann. Wo ist der Penner? Ja. Kettenpanzerhemd. Nee, komm mal her. Eisen groß, Eisenkolben, Stahl, Katana, Stahl, Ax, Stahlkolben, Stahl, Spitz, Stahl, Obsidian. Streite, Eiben. Wo soll ich denn bitte verdammt nochmal den Spaten herkriegen? Ja, ich ja auch nicht. Wo geht denn Spaten her? Kann ich hier durch? Tatsächlich. Cool. Da geht nix. Ich muss auf die Suche nach einem Spaten machen. Ich flipp aus. Oh, warte mal, vielleicht kann ich mit. Ach, warte, das war doch die Tante. Ja, jetzt kapiere ich's. Du Alte. Nochmals hallo. Oh, halt die Fresse, gib mal einen Spaten. Ich muss was ausgraben. Da waren wir ja schon, ja. Aber wo finde ich bitte den gottverdammten Fall? Exorziste den Geist, der an den Strand spukt, in der Wettbewerb stattfindet. Geldbildung ist bis jetzt unbekannt. Seherin. Ah, alles sind andere Sidequests. Wo finde ich jetzt bitte einen Spaten? Den gibt's in der Stadt, sagte der. Jetzt habe ich gedacht. Wobei, wir können bei dem Händler mal gucken. Vielleicht verkauft der irgend so einen Ramsch. Hallo, ich bin's. Fast Geralt. Ja, ich möchte handeln. Gesundheit, all die Fresse. Rote Rose, Pralin, Ehring, Smaragd, Rubin, Grüner, Apfel, Fisch, Möhre, Fleisch, Tofu, Korn, Schrott, Spaten. Eine Angelrute. Oh, kaufe ich auch. Kaufen. Mit Pfeil und Schwert werdet ihr nicht viele Fische fangen, aber wenn ihr eine Angelrute über das Wasser haltet, erstickt ihr ruckzuck an Schuppen und Gräten. Wenn sich das Wasser kräuselt, wartet vielleicht mehr als nur ein Fisch unter der Wasseroberfläche. Ihr habt einen Spaten gefunden. Grabt danach nach Schätzen, Antiquitäten und verbesserte Kadavern. Ihr könnt zwar überall graben, aber manche Plätze sind besser zum Graben geeignet als andere. Haltet die Augen offen.